Meine Damen und Herren, mein Name ist Hanna Krappe. Willkommen zur Kroppenshow am 9. November, 19 Uhr. Derzeit findet eine Pressekonferenz in Ost-Berlin statt. Die SED-Führung kündigt derweil Gesetze an, um die Massenflucht und die Proteste der Bürgerinnen und Bürger einzudämmen. Unsere Reporterin Rikia Onn ist live vor Ort. Wir schalten zu ihr. Ja, ich befinde mich jetzt hier in der Mohrenstraße 37, wo Günter Schabowski neue Reiseregelungen bekannt gibt. Die Spannung ist den Menschen ins Gesicht geschrieben. Schließlich sehen sie vielleicht bald ihre Familien wieder. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Bitte? Ab sofort. Also Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Unglaublich. Das bedeutet, die DDR öffnet die Grenze und das nach 28 Jahren. Das bedeutet das Ende des Eisernen Vorhangs und des Kalten Krieges. Die Mauer teilt Berlin jetzt schon seit 28 Jahren. Unzählige Menschen haben bei dem Versuch, sie zu überwinden, ihr Leben verloren. Nun ist sie endlich geöffnet. Unsere Reporterin fährt gerade zur Mauer und zeigt Ihnen gleich die Reaktion der DDR-Bürger. Wir sind in 20 Minuten wieder für Sie da. Und zurück. Falls Sie jetzt erst eingeschaltet haben, Schabowski hat gerade die unverzügliche Reisefreiheit aller DDR-Bürger bekannt gegeben. Wir schalten live zu meiner Kollegin Rikia Onn. Ich stehe hier in einer riesigen Menschenmenge. Alle sind unglaublich emotionalisiert und das zu Recht. Ich sehe Gesichter, die zur selben Zeit lachen und weinen. Was meinen Sie? Was ist der Auslöser für die Grenzöffnung? Ist ja ganz klar, die DDR lebt seit Jahren über ihren Verhältnissen und hat sich und uns Bürgern etwas vorgemacht. Ich meine, da ist es doch nicht verwunderlich, dass das SED-Machtregime unter Druck gerät durch die ganzen wochenlangen Massendemonstrationen. Und nach dieser freudigen Nachricht, was haben Sie jetzt vor? Einfach erstmal gucken. Ich war noch nie in West-Berlin. Das ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, das hier alles. Wie fühlen Sie sich nach dieser Nachricht? Unglaublich. Ich kann es nicht fassen. Ich werde meine Familie wiedersehen. Demokratie, ich komme! Das ist unsere Stunde! Die Stunde der Freiheit! Es ist so schön, dieses Gefühl von Freiheit. Wahnsinn. Vielen Dank, Frau Onn, dass Sie diese wunderschönen Augenblicke mit uns geteilt haben. Ich denke, ich spreche für viele unserer Zuschauer, dass wir auch gerne vor Ort gewesen wären, um diese Wahnsinnsatmosphäre miterleben zu können. Ja, es ist wirklich unfassbar. Dieses Glück in den Gesichtern der Menschen. Befreit sein von einer kommunistischen Diktatur und die Erlaubnis, die Familien und Freunde aus Westdeutschland wiederzusehen. Das macht etwas mit den Menschen. Das live miterleben zu dürfen, ist ein ganz großes Geschenk. Auch ich bin hier sehr gerührt in meinem Studio. Bis in einer Stunde. Bis dann.